Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Sadu mit der neuen Folge Ixion. In der letzten Folge haben wir angefangen, hier so ein Solarpanel zu bauen. Die kosten ja Unmengen. Mittlerweile über 200 Polymere. Und ich glaube, es waren vier Elektronikteile. Aber nützt alles nichts, wir brauchen es. Weil wir haben ja hier diesen neuen Sektor freigeschalten. Und diese Wasseraufbereitung kostet halt unfassbar viel an Energie. Wir machen da ja aus Abfall Wasser. Gut, genügend gequatscht. Nee, halt, stopp. Ich hatte mir was aufgeschrieben und zwar, mir dauert das tatsächlich zu lang. Diese Erweckung hier der Kryokapseln. Deshalb, da gab es nämlich hier im Forschungsbaum unter Kryokapsel oder Kryozentrum, wo ist denn das, Leute? Seht ihr es? Sagt mir mal, wo es ist. Ich sehe es nicht. Hier. Da gab es da was. Die Produktionsgeschwindigkeit ist um 33% erhöht. Das erforschen wir. Es stimmt, dass die Dekryogenisierung schwieriger zu implementieren war als die Kryonik selbst. Aber einmal eingefroren, konnten unsere Kunden keine Beschwerde einreichen. Der ist gut. Giovanni Battista, oh Mann. Erforschen, dann können wir das hier sogar auf 66% hoch bekommen. Werden wir auch noch uns gönnen. Chromfindigkeit sinkt jetzt natürlich, aber ihr wisst ja, das liegt halt daran, dass hier die Solarpanel oder das Solarpanel gebaut wird. Das Gesundheitszentrum, das wollen wir als nächstes bauen. Als nächstes wirklich riesengroßes Projekt hier im Sektor 6. Wie sieht es denn eigentlich mit Nahrung aus? Ja, doch, ist genügend Nahrung vorhanden, das ist schön. Die zwei Halten könnten wir wegreißen hier, aber ich hab's ganz gern, wenn man mal noch eine Halde auf, ja, auf Halde hat. Hier oben hätten wir auch noch eine Halde, wo wir was anderes hinbauen könnten. Dann lasst uns das hier mal wegreißen. Da werden Polymere eingelagert. Die Chromfindigkeit sinkt immer weiter. Unsere Flotte hat zu tun. Silizium und Eisen priorisieren wir ja. Darum gibt es nirgends mehr. Deshalb können wir das hier priorisieren, dass die Merkaba halt Eis ranholt. Und gibt es noch irgendwo was, wo wir Forschung ran bekämen? Auch wenn es auf der anderen Seite ist. Oh ja, tatsächlich, da gibt es sogar noch was. Seht ihr das? Weil unser Forschungsschiff ist ja zurzeit beschäftigungslos. Na, wo ist es denn? Ganz hinten im Bus. Da geht die Chromfindigkeit wieder nach oben. Wärmeschock wurde freigeschalten, die Technologie. Darum kümmern wir uns jetzt auch gleich nochmal, dass wir hier die zweite auch noch erforschen. Die Gruppendekryogenisierung. Es wird sich bald herausstellen, dass der Dekryogenisierungsprozess auf mehrere Personen gleichzeitig angewendet werden kann. Das ist ein bisschen wie Gruppenwerbung in Supermärkten. Gönnen wir uns auch. Wir hätten schon viel eher diese Drohnenbucht bauen sollen. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Als nächstes werden wir dann halt hier dieses Gesundheitszentrum, hatte ich glaube ich schon erwähnt, bauen. Und was wir auch noch bauen müssen, wir haben hier noch überhaupt keine Batterie gebaut.
im Sektor 3. Aber Batterien, die richtig viel Energie speichern, die kosten halt auch ordentlich Elektronikteile. Den Sektor wollten wir ja zu einem Weltraumsektor ausbauen, dass wir hier die Außenbordschleuse abstellen, aber erstmal eine hier hinbauen. Brauchen wir für die Außenbordschleuse Elektronikteile? Nö. Solarpanel ist fertig, wie gesagt. Ja, sehr schön. Dann können wir eins machen. Wir schalten die Fusionsstation aus und hier diesen Wasseraufbereiter ein. Und haben nur noch 30 Energie. Ist das krass, oder? Wahnsinn. Außenbordschleuse reinzaubern. Dehydrierung wurde, Dekryogenisierung wurde freigeschalten und mal wieder ein Unfall. Ich lese die Unfallberichte gar nicht mehr durch, außer vielleicht mal, wenn man die Zahl sieht, dass es wirklich eine enorm hohe Zahl ist. Ansonsten ist halt wie es ist. Mehr Arbeit im Sektor 2 halt. Stopp. Das geht gar nicht. Warum? Bevölkerungsmanagement, Sektor 2. 6 Arbeitskräfte zu wenig. Ja gut, hier können wir aber nochmal ordentlich Leute rüber transferieren vom Sektor 1. Ja, wir hatten halt die Algenfarm und so alles mit dazu gebaut. Sind auch gerade viel verletzt, 8 Leute. Also von Sektor 1. Im Sektor 1 brauchen wir nur 200 Arbeitskräfte, habe ich das gerade richtig gesehen? Dann lasst uns noch mal ein paar rüber transferieren nach Sektor 2, aber nur Arbeitskräfte. Also von Sektor 1 nach Sektor 2. Nur Arbeitskräfte. Machen wir 50. Ach, wobei, wir können auch ruhig 100. Machen wir 100. 100 Arbeitskräfte rüber transferieren. Auf geht's. Kohlenstoff könnten wir auch mal wieder gebrauchen. Das die, ihr habt es im Hintergrund gehört, die Population Transfer complete. 21, bin gespannt, was wir dann hier minus machen, wenn die fertig ist. Das kommt ja weg, die Außenbordschleuse, erinnert euch. So ist unser Plan. Halt.
So, Legierungen sollen da rein. Die Kryokapseln halten nicht Bevölkerungsmanagement, Ressourcenmanagement. Sektor 2, Kryokapseln, Minimum und alles nach Sektor 1, genau. Silizium ist richtig viel vorhanden im Moment. Das ist schön. Die Sonde hat einen Scan abgeschlossen. Das müssen wir uns auch angucken. Hier hinten irgendwo. Da können wir sogar noch mal die gute alte Darwin hinschicken. Sehr schön. Das ist komplett alles freigeschalten. Gesundheitszentrum, Erholungsrate verschnellern. Naja. 100 verletzte Bürger passen da rein. Das ist schon richtig genial, da. Meine Güte. Atomkraftwerk, ja. Für die Energie. Dann müssten wir aber halt noch mehr Wasserstoff einlagern. So, jetzt wird es gebaut, plus 69. Sagen wir mal, schaltet das mal ab. Dann Gebäude demontieren. Auf geht's. Und wahrscheinlich werden die Legierungsplätze hier nicht ausreichen. Na doch. Müsste ausreichend, weil wir hatten ja hier gesagt, die Kryokapseln sollen rüber nach Sektor 1 transferiert werden. Gesundheitszentrum. Riesengroß, aber wichtig. Fangen mal an, das Teil zu bauen. Oh, 40 Energie. Das haben wir nicht. Wir haben keine 40 Energie. Ja, Napsülzen. Es funktioniert halt nur, wenn wir den Wasseraufbereiter hier ausschalten oder wir bauen noch so ein Solarpanel. Och, geht mir das auf den Zeiger, ehrlich. Das müssen wir im Auge behalten, ansonsten kommt automatisch der Shutdown hier, wenn das in Betrieb geht. Wir pausieren's. Hat ja keinen Sinn. Wir müssen da noch ein Solarpanel bauen, aber im Moment haben wir auch viel zu wenig Polymere. Können wir da noch was erforschen, dass es noch weniger kostet? Höhere Energiegewinnung durch Solarmodule, 5% erhöht. Forschen wir das mal noch. 7,5%, 10%. Die Abnutzungswahrscheinlichkeit bei Stürmen ist um 50% reduziert. Auch schön. Das können wir alles erforschen hier bei den Solarmodulen. Weil wir setzen ja wirklich zu 100% im Moment auf Solarmodule. So ein Atomkraftwerk wäre natürlich auch was Feines, aber so langsam müssen wir uns halt auch mal, ja, darauf konzentrieren. Ihr seht das hier, die Wissenschaft. Haben wir halt nur 26. Grundintegrität plus 15. So, geht nach oben. Das ist schön.
könnten jetzt noch eine Andockbucht bauen hier. Wir wollten das ja zu einem Weltraumzentrum ausbauen. Den Sondenwerfer könnten wir hier noch wegmachen. Und dann dieses Gesundheitszentrum vielleicht doch hier in Sektor 1 reinbauen. Ach, oh, was ist das? Raketenabwehr? Wirkt den effektiven Einsatz der Piranesi-Raketen entgegen. Eins nach dem anderen im Moment. Müssen wir uns nach wie vor auf diese Kryokapseln da konzentrieren, dass wir da genügend hinbekommen. Forschungsschiff ist eingetroffen. Schauen wir uns an. Was gibt es hier zu erforschen? Kruk P41. Kruk P41 ist ein tellurischer Planet, der eine kleine Menge Wasser als Eis aufweist. Auf seiner Oberfläche befinden sich viele große schwarze tellurische Formationen. Die Atmosphäre von P41 ist stark bewölkt. Stürme überziehen den Planeten mit Aluminiumregen. Boah. Wir haben eine interessante tellurische Formation entdeckt. Hier spricht das Team der Darwin. Wir sind nahe Site Zero gelandet und werden dort vor möglichen Aluminiumstürmen geschützt sein. Wir haben eine Art Struktur unbekannten Ursprungs entdeckt. Wir beginnen mit der Erkundung des Ortes. Dann untersucht mal die Struktur. Forschung ist durch anscheinend. Wärmerückgewinnung. Jetzt hätten wir genügend Energie, aber es ist wirklich marginal. Also 40 kostet das hier. Können wir die Kosten reduzieren, frage ich mich. Vom Gesundheitszentrum? Nee, konnten wir nicht. Mist. Wir könnten noch mal ein bisschen was aus den Solarmodulen rausholen oder wir sparen auf das Atomkraftwerk. Ich bin für die reguläre Modularausrüstung. Da brauchen wir halt 40 Forschungspunkte. So, das werde ich mal von meinem Stichpunktzettel hier wegmachen. Kryokapseln ist alles erforscht. Das ist soweit in Ordnung. Hier hätten wir jetzt genügend Platz für noch mehr Algenplantagen. Ist im Moment aber nicht vonnöten. Was wir aber mal ausprobieren, können wir die hier drüben hinbauen? Doch, ich glaube ja. Nee, können wir nicht. Fehlendes Hauptgebäude. Müssen wir die Straße wegmachen. Was für ein Quatschi. Aber hier können wir noch eins hinbauen. Müssen wir die Straße irgendwie anders entlang führen. Dann können wir hier noch zwei. Wartet mal, hier oben müsste es eigentlich auch noch eine dran zu bauen gehen. Schaut mal, wenn wir das so drehen, ja. Ist halt eine Hauptverkehrsader. Das hier wegreißen. Wartet mal, noch mal gucken. Dort müssen wir dann die Straße halt ein bisschen umleiten. Von hier. Merke ich mir das? Ja, komm. Ich glaube, hier war's. Straßenlöschfahrzeug. Auf geht's, auf geht's. Wir lassen die Konvois erstmal durchfahren. Ah, die holen jetzt gerade die ganze Nahrung raus. Da müssen wir sowieso mal noch eine Straße da oben lang führen lassen. Oh, komm schon.
Es hört ja gar nicht auf. Wenn man drauf wartet, das geht ja rucki zucki hier. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Hört das mal auf. Wow, jetzt noch 42 Mal drin. Straßenlöschfahrzeug, komm. Löscht das. Dann baut ihr hier noch eine Algenplantage hin. So, und da wird noch eine Straße mit hingebaut und hier diese Verbindungsstraße. Sehr schön. Läuft doch. Super. Dann kümmern wir uns um das Forschungsschiff. Was gibt's da Neues? Die Struktur ist eine tellurische Formation. Haben wir ja nur verstanden, auch wenn ich nicht weiß, was eine tellurische Formation sein soll. Mit steilen Wänden. Ach, es wurde gerade erklärt, oder wie? Die Struktur ist eine tellurische Formation mit steilen Wänden in Form eines Kreises. Aha. Das Team der Darwin hat mit der Kartierung und Erkundung der zahlreichen unterirdischen Stollen begonnen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass sie vorsätzlich gegraben wurden und nicht durch natürliche Phänomene entstanden sind. Kontinuierliche Verhaltensanalysen des Teams registrieren Verstöße gegen das Dollars-Sicherheitsprotokoll sowie metaphysische psychologische Abweichungen anstelle der erwarteten wissenschaftlichen Schlussfolgerungen. Einem Bericht zufolge entfernte ein Besatzungsmitglied den Schutzhelm in der Überzeugung, dass die Atmosphäre innerhalb der Stollen atembar ist. Die verbleibende Lebenszeit der Besatzungsmitglied wird nun auf 37 Minuten geschätzt. Ach du grüne Neune. Naomi-Protokoll. Setzt das Sicherheitsprotokoll der Besatzung der Darwin außer Kraft? Nee. Setzt die Forschung der Struktur unter strikten psychologischer Beobachtung fort. Ja, das machen wir. Lithium könnte noch irgendwo abgebaut werden. Haben wir noch irgendwo Silizium? Also langsam gehen die Ressourcen uns auf jeden Fall aus hier. Eisen sehe ich auch kaum noch. Da gibt es noch ein bisschen Silizium. Also wir haben noch 1500 Eisen, 1700 Eisen, was noch abge also 200 Eisen, was noch abgebaut werden kann und 1500 Eisen, was noch eingesammelt werden kann. Es ist schon noch ein bisschen was vorhanden. Die Kryokapseln nehmen schneller ab, als was wir jetzt hier an neuen Kryokapseln an den Start bekommen. Aber so ist es halt. Nahrung läuft wie geschnitten Brot. Das ist super. Wir haben genügend Forschungspunkte für die Solarpaneele, um da noch ein bisschen mehr Strom rauszuholen. Regulierbare Modulausrichtung. Die automatische Ausrichtung der Solarmodule ist eine grundlegende Verbesserung und wurde aber noch nie bei einer Anlage dieser Größe durchgeführt. Mit den neuen Daten der Proxima Centauri-Mission können wir mit der Entwicklung beginnen und sie nach der Rückkehr der Tycoon umsetzen. Philipp Stanford. Erforscht das. Ha, Sektor 2 erreicht Spezialisierung Nahrung. Sehr, sehr gut. Nahrungsproduktionsgebäude benötigen 10% weniger Wasser. Gebäude produzieren 30% mehr Abfall.
Soll uns recht sein. Also ich schätze mal, meinen die sämtliche Gebäude dann hier in dem Sektor oder die Nahrungsmittel produzierenden Gebäude? Also uns ist es recht, wenn hier mehr Abfall produziert wird, weil wir haben ja den Wasseraufbereiter am Start. Es fehlt an Kohlenstoff für die Polymerfabrik. Das ist Mist. Das ist halt richtiger Mist. Dann holt mal bitte den Kohlenstoff lieber erst raus. Und hier ändern wir auch mal die Priorität um, dass die gute alte Rino. Wobei, nö. Das bleibt alles dabei. Wir ändern das hier um. So machen wir das. Ich würde wirklich am liebsten noch eine zweite Außenbordschleuse hinbauen, ja. Machen wir das, Leute. Technologie regulierbare Modulausrichtung wurde freigeschalten. Das reicht immer noch nicht ganz. So ein Mist, ey. Dass wir mit dem Gesundheitszentrum fortführen können. Ich weiß, wir können natürlich dann hier die Krankenstation überall ausschalten, aber so viel Energie bringt das halt auch nicht. Plus 3. Es müsste sich gerade so ausgehen, wenn das Gesundheitszentrum fertig ist. Sonde hat einen Scan abgeschlossen. Da drüben war das, glaube ich, irgendwo. Da gibt es auch noch mal ein bisschen Silizium. Und wir können uns hier um dieses Ereignis kümmern. Wir sammeln aber erstmal noch ein bisschen Wissenschaft ein. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob wir dieses Atomkraftwerk da bauen sollen oder erstmal erforschen sollten. Solarmodul nochmal 45 raushauen bringt 10%. Ja, kommt, das gönnen wir uns halt auch noch. Einfach weil wir gerade die 45% da haben. Ja, ich weiß. Und danach gehen wir auf das Atomkraftwerk. Dann haben wir eine zweite, alternative Energiequelle zu dem Solar. Das ist immer gut, wenn man mehr spurig fährt. Nahrungsmäßig auch unter 72%. Also die Nahrungslager werden jetzt sehr, sehr voll werden. Und bedeutet, wir können eins ausschalten. Also wir können jetzt noch ein bisschen produzieren. Es passen ja insgesamt 880 Nahrungsmittelvorräte in die gute alte Tycoon. Aber irgendwann werden wir dann mal das Ganze ausschalten. Wissenschaftspunkte wurden alle erworben. Dann kümmern wir uns mal noch hier um das Ereignis. Dank intensiver psychologischer und medizinischer Betreuung konnte das Team der Darwin feststellen, dass die Aluminiumpartikel, getragen von den Winden auf P41, das Netzwerk an Stollen gegraben, aha, und die Oberflächentopographie verändert haben. Die Aluminiumpartikel kollidieren in den Stollen und erzeugen niederfrequente Schwingungen, welche im Innenohr eines Menschen die ordnungsgemäße Funktion der neuralen Aktivität verändert. Krass. Das machen wir nicht, dass wir das hier außer Kraft setzen. Wir verlassen den Planeten, sammeln jetzt noch die restlichen Wissenschaftspunkte ein, haben dann genügend Wissenschaft, wenn das dort eingesammelt wurde, dass wir den Atomreaktor erforschen können. Der Atomreaktor wird wahrscheinlich dann hier platziert
platziert werden. Das wird ein Riesenteil bestimmt. Aber erstmal das Gesundheitszentrum fertig bauen. Das machen wir aber halt erst, wenn wir genügend Strömlinge haben. Es müsste sich ausgehen jetzt hier. Also wenn die Forschung durch ist, sollten wir ja über 40 haben. Ihr seht's. Dann setzt hier mal den Bau des Gesundheitszentrums fort. Das Riesenproblem, was heißt Problem? Das Ding ist halt einfach, wenn jetzt ein Solarpanel ausfallen würde, dann müssten wir irgendwelche Gebäude abschalten. Wisst ihr? Also ein bisschen was auf Halde an Energie. Und wenn es halt mit einem Atomkraftwerk ist, warum nicht? Darwin zurückholen. Auf geht's. Nochmal mit der Sonde was erforschen. Gibt es noch irgendwas für die gute alte Darwin? Das sieht mir nicht danach aus. Nö. Da gibt es echt nichts mehr. Gibt es noch irgendwo Eisen? Hier gibt es noch irgendwo Eisen. Da. Das kann mal noch gescannt werden. Acht von neun Elektronikteile sind aber vorhanden. Ja, jetzt kam das letzte Elektronikteil. Die Legierungen sind im Moment leider nicht vorhanden. Das wird mir zu knapp, wenn wir hier das Schmelzwerk, das Stahlwerk einschalten. Was wir aber wahrscheinlich bald machen werden, ist den. Oh nö, wir haben hier nochmal 100 Abfall. Den Wasseraufbereiter dachte ich, dass wir den nochmal ausschalten können, aber nö. Da gibt es noch ordentlich Abfall, was verbrannt werden kann. Oder, nee, nicht verbrannt, was umgewandelt wird. Das haut aber nicht ganz hin hier. Hier steht, wir hätten hier nur 80 Abfall. Das sind alleine schon 160 Abfall hier noch. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, weil wir hier gesagt haben, hier soll kein Abfall mehr gelagert werden. Jetzt steigt's. Schaut mal, die bringen den Abfall von der Halde hier zu dieser mittleren Halde. Und dadurch steigt es dann. Große Halden wäre natürlich auch schön, wenn wir große Halden irgendwann mal produzieren könnten. Brauchen wir aber Forschung. Ach, und seht ihr mal, die Batterie. Batterie in Sektor 3. Das schreibe ich mir mal auf, Leute. Dass ich das nie vergesse. Batterie. Sektor 3. Fragezeichen. Oh Gott, Batterie muss ich nochmal neu schreiben. Sauklaue. Die gute alte Sadu. Okay, Freunde der Nacht. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye. Euer Sadu.